nun sind wir unten, ne? Ja. Und anscheinend, ich hoffe ja, wir geben jetzt Gas. Ne? Ja, muss mal gucken, bleib die nächste Szene. Ich schreie es nicht. Bitte. Aber zumindest bin ich auf diesem komischen Weg. Ja. Wo wir nicht wissen, wo wir sind und wo uns sowieso kein ADAC findet. Wie bitte? Da kommt man da oben hoch. Ja. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche komischen kleinen Wege, wo sie mit ihren vierrädrigen Autos ranfahren oder das so. Das kann sein, ja. Kommission Tattoo, da kannst du dir gleich ein Tattoo stechen. Ja. Der Bach ist auch schön. Ja. Immer noch, ich finde das immer noch schön, sowas. Ja. Aber hier wird es wieder richtig warm jetzt, ne? Ja, aber es geht. Aber das ist schon phänomenal, hier mit den Bergen, ne? Ja. Hier ist da hinten an, ne? Ja. Linz, oh, da sollen wir hin. Richtung Linz. Linz, aber das ist doch Linz. Oder Linz. Sind wir gleich schon an der, oder fast schon an der italienischen Grenze dann. Ja. Die schwimmen da im Teich und die Schwäne schwammen daneben. Ja. Sonst muss ich bei Kalimoto die Routenführung anders einstellen. Jetzt habe ich auch kleine, kurvige Strecken eingegeben. Ja, dann mach das. Und wenn du dann vielleicht eine Nummer weniger nimmst oder zwei, dass du dann... Nicht diese ganz kleinen Strecken hast. Genau, richtig. Ja. Das war toll. Es war toll, aber es ist natürlich auch für dich hammeranstrengend. Ja, also diese Straße runter, das war wirklich anstrengend. Rechts oben, der Wasserfall. Ja, schön, ne? Ja. Schon tolle Ecken. Gibt hier wirklich viel zu sehen, ne? Ja. Schau mal. Und da über dem Wasserfall steht noch ein Haus. Steht da noch ein Haus? Ja, ganz rechts. Da oben, ja. So eine Hütte, ne? Ja. Ein Haus ist zu viel. Ja, so eine Hütte halt, aber da wohnt jemand. Gletscherbahnen. Müllthaler Gletscherbahn, ja. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich wunderte mich, eigentlich hatte ich diesen Gletscher, dieses Dings, ne, das uns da nicht hingeführt hat. Ja. Ne, weil ich hatte da diesen Gletscher eigentlich eingegeben, da war so ein Aussichtspunkt, ne, und da hat er uns nicht hingeführt. Ja, weiß ich auch nicht. Sind wir nicht drauf. Entschuldigung. Ja, alles gut. Mir tut er ab. Linz, 16 Kilometer. Da sollen wir nämlich hin. Okay. Also zumindest irgendwie dran vorbei. Das ist auch toll mit der Holzbrücke hier, ne? Schön gemacht, ja. Auch mit dem Turm. Ja. Wieder sich quälende Radfahrer unterwegs. Dann sehen die immer aus, jetzt guck mal da rechts, Haus zusammengestürzt. Ja. Wenn die hochfahren, sehen die immer aus, die Radfahrer, wenn die meditieren. Da oben ist eine kleine Kirche. Ja. Oh, guck, da unten waren wir. Ja, schön, ne? Ja. Taschen zu? Ja. Als Juli. Guck, da ist er. Ja. Ah, nun sollen wir da rauf? Da will ich aber nicht rauf. Kommen wir nicht da hinten runter? Da kommen wir bestimmt noch runter, ne? Ah, tust du so, als wenn du es nicht gesehen hast. Fahren wir jetzt hier rum? Oder sind die LKWs fahren ja auch hier rum? Was macht er denn jetzt? Pass auf. Ah, nun steht der kacke LKW hier. Fass es nicht. Das sperrt den ganzen Weg hier. Das hat bestimmt der VW-Busfahrer auch gesehen und ärgert sich. Langsam. Er wollte auch da rumfahren.
Jo. Ja. Fahren wir hier längs, geht auch. Ja, da kommst du da auch längs, ne? Hm? Da darfst du nur da längs, ne? Oh, also schon. Aber ich habe die Navigation auch noch gar nicht gestartet. Ich weiß gar nicht, wo längs ich soll. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, die war. Wir müssen ja da lang fahren, links. Ja, warte, ich muss erstmal die Navigation starten. Ich muss erstmal mal einen Fingerabdruck haben. So, starten. Ich kann hier nicht geradeaus, du Honk. 30 Meter? Nee. Du sollst erstmal merken, wo wir sind. Nun fahre ich garantiert gleich in die andere Richtung. Du musst da links, weil wir kamen ja von da. Ja, ich muss gleich drehen wieder. Ja, okay. Oh, guck mal, das ist aber schick angelegt hier rechts. Ja. Aber warum fährt er nicht, wenn. Da war Grünmeister. Keine Ahnung. Weil er es kann. Er hat uns gewunken, Dene. Ah. Der Rechter im Auto winkt uns. Dene. Ja. Sag mal, will er nicht mal stehen bleiben, da irgendwo einer? Nö, erst wenn grün, rot ist. Oh, eine Super Duke GT, schönes Moped. ...2,5 Kilometer, denn am Kreisverkehr ist die zweite Ausfahrt. Jo. Aber 1 Stunde 20 geht ja, ne? Ja. Guck mal, hier wäre auch was, hier ist Lidl und alles. Aber hier ist auch nicht schön, ne? Nee, hier ist doch nichts. Nee. Woher kommen die? Die haben noch kein österreichisches Nummernschild. Stadi? Nee. HR. Ungarn. Ungary. Ungary. Ja. Oh, hinten. Oh, danke. Scheiße, steig mal ab. Hinten. Ah. Danke. Danke. Ich halte fest. Danke. Oh, gut. Ja. Das wäre es ja noch gewesen. Ja. Wenn wir den verloren hätten, ja, war Arschkarte. Danke. Das wäre richtig Arschkarte gewesen. Und er hat das deutsche Wort für Schlüssel gewonnen. Ja. Geil. Naja, aber die musst du ja richtig abschließen, damit du ihn abziehen kannst, ne? Ja. Ist alles auf Deutsch noch, die Sachen hier? Hm? Ich dachte, das ist alles noch auf Deutsch. Ja, aber die sagten, also ich hatte gelesen, dass die wohl teilweise schon Italienisch sprechen hier. Ah, okay, wenn hier Italiener arbeiten, ja. Hm. Aber die Schilder sind alle auf Deutsch. Ah, die Berge sind toll. Aber schön warm ist es. Mhm. Und das ist ja mal zwei hässliche Häuser vor uns. Ja, das ist irgendwie hier Fabrik. Ja. Firma. Finanzamt. Hm? Finanzamt war da drin. Hm. Habe ich gelesen gerade. Oh, guck mal hier. Richtig Palmen mit eingepflanzt. Ah, schön, ne? Ja, gut, hier lohnt sich das ja auch, ne? Ja, also hier bist du wirklich, das ist wie Tessin hier so ein bisschen, ne? Mhm. Südlich der Alpen bist du da schon mehr oder weniger fast. Eine Ausfahrt. Zweite Ausfahrt. Ich glaube, hier sollen wir ab. Jo, scheint richtig zu sein. Guck mal, das Berg massiv vor uns. Das ist irre, ne? Ja. Echt irre. Ja, jetzt sind wir in den Dolomiten. Ja. Soll ich den Schlüssel hier vorne reintun? Nee, lass mal jetzt nicht während der Fahrt übergeben. Ich hab dich ja sicher in der Hand, den Schlüssel. Oh. Hier sollten wir ab.
Aha. Nee. Nee, hier. Was? Hä? Bei Aldi? Wie geht's zu Aldi rein? Ja, weiß ich. Der sollte da vorne ja auch schon ab. Ah, okay, dann fährst du jetzt bei Aldi runter und dann passt das. Dann kannst du mir einen Schlüssel geben, brauchst du ihn nicht in der Hand behalten. Dann. Upp, 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 upp. Den Reißverschluss nicht hier. Schmeiß rein. Ich sehe das nicht. Du sitzt davor und mein Helm ist davor und da sehe ich doch nicht, was da vorne vor sich geht. Gut. Los. Ah ja, oh, ein Rostocker da, ja, da vorne. Ja. So, nun, du Kacken, machen nicht die Blitzerdings hier. Ich weiß doch gar nicht, wohin ich soll. Hier jetzt, da sind wir wieder richtig gut. Du hast auch rechts gesagt, dann fahr doch auch rechts. Hä? Der weiß schon wieder gar nicht, was er macht hier, der spinnt total. Wieder umdrehen jetzt hier. Ja, fahr rechts rein und dann fahren wir wieder rechts. Du brauchst nicht andauernd drehen. Ja, wenn du da irgendwo hinkommst, aber... Das ist auch links gewesen, was du gerade gefahren bist. Rechts, habe ich gesagt. Ja. Ach, das ist doch scheiße hier. Da, jetzt zeig ich dir doch schon 200 Meter. Ja. Nee, das hat er ja eben schon mal gezeigt. Da weiß er gar nicht, wo wir sind im Moment hier. Jetzt sollen wir hier rein. 30 Meter... Was war das? Kein Gang drin ist. So, jetzt weiß er wieder, wo wir sind. Herzlichen Glückwunsch. Da ist Kaffee. Ja, sollen wir da anhalten? Ja, da ist so. Ist nicht so viel Betrieb, ne? Ja, vielleicht ist es auch scheiße, das Kaffee, aber... Ja, gut. Aber wir haben das Motorrad im Blick hier. Jo, perfekte Nummer. Ne? Brauchen nichts abnehmen, außer den Helm. Können wir alles so dran stecken lassen. Mhm. Okay. Ja. Tipp zur Seite. Wir können die Toilette benutzen und so. So, liebe Leute, nun haben wir den Großglockner hinter uns gebracht. War mit einigen kleineren Schwierigkeiten. Hier in meinem Moped kam mit der Höhe nicht ganz so recht. Wir hatten dann die F1 leuchtet der irgendwie mit der Höhe, das kennt er wohl nicht aus Schleswig-Holstein. Und beim Fahren ging es, aber immer wenn ich im Rollbetrieb war sozusagen, hat er sich irgendwie verschluckt von der Einspritzung her und dann ging das unten aber alles wieder. Und wir sind jetzt schon einige Kilometer unterwegs und bisher ist die Leuchte nicht wieder angegangen. Also das scheint nur so ein Höhenproblem gewesen zu sein oder so. Wir waren jetzt in Linz oder ja, mit Doppel mit IE, also eher lang gesprochen, Oberlinz, genau. Linz ist jetzt gerade raus und jetzt fahren wir Richtung Italien zu einem Ort, Rocco Bronco oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das sind nochmal ungefähr 1,5 Stunden Fahrt und ja, haben uns jetzt komplett leiten lassen mit Kalimoto. Eigentlich hatte ich die Tour geplant, noch über Seitenpässe und sowas. Aber dann wären wir heute Abend erst um 9 angekommen. Oder noch später. Und irgendwie brauchen wir auch noch eine Unterkunft für heute Abend, weil wir noch nichts haben. Und das war uns dann doch alles zu spät. Außerdem wollen wir mal auch mal was vom Ort sehen und nicht nur abends essen gehen und wieder zurück ins Hotel. Und von daher habe ich die Tour jetzt abgekürzt. Ich habe einfach diese Umgehung rausgekickt und wir nehmen jetzt mehr oder weniger den direkten Weg über die Bundeslandstraße, keine Ahnung, mal sehen, wo Kalimoto uns noch so denkt. Ich habe praktisch nur den Zielpunkt gesetzt und dann soll er rechnen. So. Eben hatten wir noch ein kleines Café, das war so in so einem Wohngebiet mit, weiß ich nicht, so 5-stöckigen Hochhäusern oder sowas, ein ganz normales Wohngebiet, also ein Sparladen, das ist schon witzig. Wenn man so ein Gefälschmassiv irgendwie dahinter sieht und ja, der Sparladen ist dann halt da. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich mache die Audiospur erstmal wieder aus
lasse die Kamera mitlaufen, solange sie läuft. Ich denke nicht, dass sie bis zum Ziel aushält. Und dann so, sehen wir uns dann wieder. Bis denn dann. Tschüss.